Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ihr seht es schon im Titel, es ist wieder Unboxing-Zeit. Aber diesmal natürlich von etwas ganz Besonderem, was man bis jetzt sogar noch bestellen kann. Also wenn ihr Bock habt noch, euch den Schuh zu holen, macht es. Den Schuh gibt es noch. So, und zwar werde ich dann gerade mal das wunderschöne Paket von... Das ist natürlich von Adidas, ne? Von was auch sonst. Viele, denke ich, wissen sehr stark, was hier drin ist. Eigentlich sollten sogar alle wissen, die den Kanal hier abonniert haben. Da, 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 da. Der ist einfach falsch rum drin. Nee, doch nicht. So, man sieht hier erstmal nichts. Ein Karton im Karton. Aber es ist ein ganz besonderer Karton. Er ist doch falsch rum drin. Ich sag, der ist falsch rum drin. Und zwar ein ganz besonderer Karton. Und zwar ein Yeezy. Jawohl, den könnt ihr immer noch kaufen. Echt heftig, ehrlich gesagt. Und zwar ist es der Cream White. Ich habe ihn mir dieses Mal kleiner bestellt als meinen letzten Yeezy. Der ist jetzt 40, 2 Drittel. Ich hoffe, der passt trotzdem. Hier steht Boost drauf und hier natürlich die 350. Dann machen wir dieses gute Frachtstück mal auf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und hier ist er auch schon. Oh mein Gott. Wie schön der ist. Oh, ist der schön. Der ist richtig schön. Und ich werde die Schuhe auch genau so gelaced lassen, weil ich die gerne so hätte. Oh mein Gott, der ist voll schön. Ich komme gerade nicht darauf klar, wie schön dieser Schuh ist. Der ist richtig schön. Also ich muss sagen, der gefällt mir wirklich am besten, weil es einfach ein Schuh ist, den kannst du zu allem tragen. Der ist echt, guck mal, wie schön der ist. Leute, wie schön ist dieser Schuh? Und der kommt natürlich original von Adidas. Denn dort gibt es ja aktuell diesen riesigen Yeezy-Verkauf, etc. Ich lasse das hier nochmal kurz dran, um gleich zu gucken, ob die Schuhe auch tatsächlich passen. Aber ich behaupte mal, er passt schon. Boah. Jetzt habe ich aktuell tatsächlich zwei Yeezy-Paare. Hätte ich früher nie gedacht. Ist aber jetzt tatsächlich so. Hier sieht man ganz klein auf dem Seitenstreifen, ganz hell sieht man hier dieses Ply 350, aber da muss man richtig krass hingucken. Also die sind wie gesagt von der Adidas-Seite, die gibt es da immer noch. Alter, die sind so schön. Ich komme nicht darauf klar, wie schön diese Schuhe sind. Aber die sollten mir auf jeden Fall perfekt passen, deshalb würde ich sagen, probiere ich die erstmal an. So, ich muss sagen, dadurch, dass die Schuhe eine Nummer kleiner sind, sehen sie nicht so riesig aus, wie die anderen an meinem Fuß ausgesehen haben. Finde ich perfekt auf jeden Fall. Die passen auch super. Also die passen wirklich perfekt. Ich habe normalerweise einen 39 und die sind jetzt 40, 2 Drittel. Also das passt perfekt. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Nummer kleiner hätte nehmen können, aber ich bin froh, dass ich jetzt die Größe habe, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich die Schnürsenkel doch noch anders lace. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich finde, so wie sie jetzt eigentlich aussehen, sind sie schon ganz geil. Ich stelle jetzt mal mein Blue Tint daneben, damit ihr mal einen kleinen Größenvergleich habt. Und zwar sind das jetzt einmal... Also man erkennt eigentlich kaum wirklich einen Größenunterschied. Wenn ich die mal so richtig krass nebeneinander stelle, sieht man es schon minimal. Aber das ist wirklich sehr, sehr minimal. Ich werde die Schuhe auf jeden Fall wahrscheinlich morgen anziehen. Also die hier nicht mehr. Die verkaufe ich ja, wie gesagt. Also wer Interesse an den Blue Tint hat, bitte, bitte melden. Denn die stehen hier und warten auf einen Verkäufer neben meinen anderen Yeezys und bald neben meinen anderen Yeezys. Also die sind wirklich geil. Die gefallen mir so krass gut. Die werde ich morgen auch anziehen. Also betet für mich, dass es nicht regnet. Aber ich werde jetzt erstmal was tun. Und zwar... Ah nee, wo ist das? Hier ist es, Leute. Und zwar, ihr wisst es, Sicherheit geht vor... Nee, eine Sache geht noch vor. Ja, hier ist die Schere. Und zwar, wir werden jetzt den Yeezy nicht kaputt machen. Ist falsch. Das ist ja nicht so. Sondern wir werden das abschneiden. So, jetzt ist es offiziell mein Yeezy. Nee, den tue ich zur Verpackung, falls irgendwann mal der verkauft werden sollte. Aber ich bin mir sicher, dass ich den safe behalten werde. Weil der ist so schön und die Größe... Ohne Spaß, die ist perfekt. Ich finde auch, das Colorway ist einfach... Natürlich ist es jetzt sehr oft rausgekommen. Vor allem jetzt eben über 1 Million Mal. Ich meine, es sagt ja schon was, dass man die jetzt noch kaufen kann. Aber ich finde die einfach so geil. Ich musste sie kaufen. Und die passen so viel. Also die sind wirklich richtig perfekt. Die Größe ist wirklich perfekt. Und
Genau, was wir jetzt noch machen werden, ist das ganze Ding mit Crepe Protect einkleiden, damit auch safe den Schuhen nichts passiert. In der Hoffnung, dass ich nicht gerade meinen Fuß mit angesprüht habe. Und jetzt die zweite Seite. So, das war's. Das riecht jetzt wieder schön nach Nagellackentferner. Muss ich sagen, riecht schon sehr, sehr lecker. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen, wie ihr das möchtet. Und ja, wie gesagt, die Bluetinsen zu verkaufen, wer Interesse hat, bitte melden per Instagram. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz einfach beim nächsten Video. Haut rein und ciao!